Auf geht's. Sie müssen zeigen, dass sie es wert sind. Den der bla bla bla, ich weiß schon. Das hast du mir eben gerade schon gesagt, oder dein Kollege. Dann gehen wir halt in die frostige Schlucht. 5 Ruinen, 3 Juwelen oder Kristalle, eine Schriftrolle. Okay. Und da sind wir auch schon. Wieder ein neuer Kaupedia-Eintrag, aber das schauen wir uns dann alles gleich an. So, und diese Fässer hier an Ballons ist anscheinend der Standard in dieser Map. Oder in dieser Welt, besser gesagt. Hier unten ist ein Feuerball. Okay, also wir müssen hier wirklich auf alles achten, was es gibt. Ja, ich habe ja auch ehrlich gesagt, ich bin gespannt auf diese Welt. Oha. Yep, ein neuer Kaupedia-Eintrag für die Eisfäuste. Zu einen hier die frostige Schlucht, wo man Dings noch finden müssen. Und garantiert zu diesen Eishandschuhen, genau. Die Windschatten verloren, die ewigen Handschuhe verlangen Kao Eiskräfte in den gefrorenen Bergen. Von diesem Moment an kann Kao Eisaufladungen verwenden, um bestimmte Objekte oder Bereiche aus Wasser zu manipulieren. Mit den Eiskräften kann er auch Wasser einfrieren und es dann auf seine vielerweise Weise zu seinem Vorteil nutzen. Das heißt, wir können jetzt hier Eis einfrieren. Okay. Wasser gefrieren. Die Bodenwuchtschlag mit der Eisaufladung ist das Wasser in allen umgebenden Gewässern gefrieren. Gut, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal Bescheid. Und da geht's weiter. Da müssen wir gleich mal schauen, wie wir vielleicht noch weiterkommen. Gibt es... Kann man das auch wieder deentrieren? Oder muss ich einfach hier... Ah, ich muss einfach das machen. Okay. Dann ist das doch nice gelaufen. So, oh, und da ist die nächste Truhe schon. Ich öffne die mal. Direkt. Und wir schlittern hier ganz schön weg. Das merke ich jetzt schon. Also schlittern ist hier auf jeden Fall hart drin. Aber war das jetzt nur für Dings hier? Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Ja. War nur für die Feuerkugel. Okay, dann lassen wir die mal. Ich nehme jetzt hier noch eine mit. Oh, aber die Effekte können ersetzt werden. Wir hatten eben gerade 3 von denen. Aber die Effekte können halt auch ersetzt werden. Da müssen wir aufpassen. Mehrere Aufladungen, ja, das wissen wir. Wir haben eine Feuer, eine Eis aktuell. Ich würde tatsächlich sogar bei der Feueraufladung bleiben. Weil ich glaube, die könnte uns vielleicht ein bisschen mehr bringen. Aber auch die Eisaufladung bringt uns wahrscheinlich sehr, sehr viel, wie man hier schon sehen kann. Wir müssen das Wasser halt gefrieren. Und dann können wir diesen Eisblock verschieben. Ah ja, und dann kommen wir sogar an weitere verlorene Schätze ran, Fragezeichen. Nein, er hat zum weiteren Weg, glaube ich. Hier gab es nämlich einen Checkpoint. Okay, dann gucken wir uns nochmal da drüben um. Hier ist nur eine Eisaufladung, die wir uns wieder mitnehmen können. Ansonsten nicht, nichts. Okay, das ist weird. Aber egal, dann nehmen wir halt die Eisaufladung mit. Was soll's? So, ich muss hier kurz ausprobieren, wie das Teil funktioniert hat. Genau so. Zack. Sehr nice. Läuft doch. Perfekto. Ab. Und dann haben wir eine Rune. 1 von 3. Ich wechsle trotzdem mal wieder auf die Feuerhandschuhe. Mit denen können wir weniger Mist bauen. So,
Vor allem, weil wir hier mindestens eine Feuerladung brauchen. Oh, sogar eine zweite Feuerladung, um an die Truhe zu kommen. Sehr nice. Und wir haben jetzt schon die 2000 zusammen, also wir können uns im nächsten Part auf jeden Fall den Dings gönnen. Oh, Frenzyk! Wir haben einen neuen Gegner. Stimmt, es kamen irgendwie noch keine wirklichen Gegner in dem Teil vor, ne? Fällt mir auch gerade so auf. Aber wir kriegen jetzt neue Gegner. Ist okay. Finde ich okay. Ich gucke mich auch immer wieder zurück, um zu gucken, ob alles passt. Oh, da ist ein Kristall. Das dürfte jetzt der erste von drei sein. Genau. Ah ne, es gibt 5 Runen. Es gab 3 Kristalle, 5 Runen. Ups, da habe ich irgendwas verpasst. Also, verpasst zu sagen. Hier kommen wir nicht durch. Ah, da ist eine Rune. Das sehe ich jetzt schon. Ah, wir müssen... Okay. Scheiterrätsel machen. Wir sind hier in Zelda gelandet. Hi. Hast dich ja gut versteckt hinter diesen Typen. Ah, guck dir mal an, die trainieren da hinten. Sehr cool. Und dann kriegt mir hier die zweite Rune. Sehr nice, gefällt mir. So, 2 von 5 Runen, aber es gibt eine Schriftrolle. Okay, wir müssen aber noch auf die K-A-O-Buchstaben achten. Wir haben noch nicht einmal ein K-A-O-Buchstabe gefunden. Okay, da unten ist irgendwas. Aber es ist leider kein K-A-O-Buchstabe. Ja, wir brauchen die K-A-O-Buchstaben. Die sind sehr wichtig. Wo sollen die hier sein? Ah, und hier unten kommen wir weiter. Vielleicht ist das unser Weg für ein Buchstabe. Oder auch nicht. Was ist hier von uns verlangt? Auf jeden Fall ein Herzteil kriegen wir. Das ist cool. Danke. Das ist eine weitere Truhe, aber immer noch kein K-A-O-Buchstabe. Aber ich sehe schon, die Schriftrolle ist da. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das ausgeht. Also wir sehen schon mal die Schriftrolle. Wir haben einmal die Schriftrolle schon gefunden in dem Level. Müssen wir jetzt nur noch befreien. Zack, da haben wir den... Haben wir einen neuen Kaupetia-Eintrag über das Level. Zack, einmal hier. Und wir haben noch einen Kaupetia-Eintrag über die neuen Gegner, die sich Frenzyk nennen. Okay. Cool. Fehlt uns halt aber immer noch ein K-A-O-Buchstabe. Die haben wir immer noch nicht. Ich hoffe, wir haben nichts verpasst. Ehrlich. Ja, das war jetzt so nicht geplant, aber ist egal. Ja, machen wir halt so und passt das auch. Zack. Wo könnte ein K-A-O-Buchstabe sein? Da hinten ist eine Eiskugel. Die wird jetzt auch dringend nötig sein, glaube ich, um das hier einzufrieren. Genau. Um diesen Block zu verschieben, also Zelda be like. Damit haben wir jetzt den Knopf getätigt. Was der Knopf bringt, weiß ich leider aktuell noch nicht.
Egal, wir besiegen erstmal dich. Du bist somit weg. Aber es ist immer noch kein A da. Das ist ehrlich gesagt das, was mir am meisten Sorgen macht gerade. Die K-A-O-Buchstaben. Wir haben bis jetzt noch nicht einen einzigen Buchstaben gefunden. Das macht mir sehr, sehr große Sorgen. Hi. Aber egal, wir nutzen die Superladung und hauen euch erstmal weg. Und ja, die K-A-O-Buchstaben machen mir wirklich gerade die größten Sorgen, dass ich die nicht finde. Ich habe Angst, dass wir das K schon mindestens verpasst haben. Wenn nicht sogar schon alle anderen Buchstaben oder zumindest vielleicht schon das O verpasst haben. Also gut, es geht halt nur bis zum O, deswegen alle drei Buchstaben. Aber das ist gerade so mein größter, ich sag jetzt mal wirklich, der Angstzustand, dass ich hier jetzt schon die Buchstaben verpasst habe. Aber nein! Schaut mal da! Wir haben das K gefunden! Das heißt, wir haben tatsächlich noch nichts verpasst. Das wundert mich. Übrigens kann es auch sein, dass ich dieses Level in zwei Teile splitte. Also nicht wundern. Also das Level könnte also in zwei Parts gesplittet sein. Einfach nur, dass ihr euch da nicht wundert. Zack, ihr seid weg. Oh, und da gibt es die nächste Rune. Das müsste jetzt die dritte Rune sein, oder? So ist es auch. Wir haben die dritte Rune. Wir haben K.A.O. Also das K zumindest schon mal. Was uns sagt, ey, wir haben nichts verpasst. Das ist eine normale Kiste. Das brauchen wir jetzt also nicht so weiter anzuschauen. Wäre das jetzt was anderes gewesen? Hätte ich da weiter nachgeschaut, aber dadurch, dass es jetzt nur ein normaler Dings ist, brauchen wir da jetzt nicht unbedingt nachschauen. Das ist jetzt eine normale Kiste. Okay. Was geht hier ab? Wir sind irgendwie im Trainingsbereich gelandet. Wir müssen jetzt hier kämpfen. Holy shit, wie viele... What? Guckt euch das mal an, wie viele sind denn hier bitte? Okay, ein bisschen übertrieben, finde ich, aber... Naja, gut. Ich will mal nichts gesagt haben. Also doch schon etwas übertrieben mit den Gegnern, aber wir müssen nicht gegen alle ankämpfen. Und wir haben die vierte Rune schon. Das in den Runen geht hier echt verdammt schnell. Das wundert mich. Normalerweise sollten die Runen ja nicht so einfach zu kriegen sein, aber wir brauchen ja alleine schon für die nächste... Für die nächsten Level 30 Runen. Also müssen die ja schon trotzdem irgendwie... viele Runen irgendwo verstecken. Und ich glaube, ich sehe da oben das O, richtig? Ich glaube, ich habe mir gerade das O verbaut. Ne, das ist nur eine Münze. Ich dachte gerade, ich habe mir das O verbaut. Aber ne, das ist nur eine Münze da oben. Deswegen, nicht wundern. Wir holen uns ein paar Feueraufladungen. Um hier alles zu wie möglich zu schmelzen. Und den nächsten Dorf zu machen. Ich glaube, wir haben sogar die Hälfte Truhen. Na, über die Hälfte Truhen. Sehr nice. Also, die Truhen laufen auch aktuell auf die Hälfte gut aus. Freut mich sehr. Okay, wir nehmen uns nochmal was mit. Für die Rückkehr. Bitteschön, dann tauchen wir dich auf. Wir können sogar diese Eistür auftauen.
Oh, aber ich habe das Gefühl... Ja, wenn wir da runtergehen, kommen wir nicht mehr zurück. Deswegen müssen wir jetzt erstmal diesen Weg hier gehen. Und auch vorsichtig sein. Das klappt, da ist ein Herzteil, sehr schön. Das ist unser drittes von vier, noch ein Herzteil. Und wir haben unsere Herzen wieder um ein Herz aufgefüllt. Also ich freue mich hier. Weiter geht's. Das hier ist ein neuer Brunnen. Bin mir ziemlich sicher, wir haben auch schon einen verpasst. Das ist Brunnen 10. 5 Kristalle gibt's hier drinnen. So. Natürlich wird es unsere Aufgabe sein, alle 5 Kristalle zu suchen und zu finden. Oh, und es gibt Eisboomerangs. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Da hinten ist was. Da hinten ist eine Truhe. Sehr schön, damit haben wir eine neue Truhe schon. Das ist ja auch das, was wir zwingend immer brauchen noch. Wir haben einen Edelstein. Oder Kristall, wie auch immer man das nennen möchte. Einen zweiten. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Ich sag's eben gerade noch. Und was mache ich? Ich falle runter, aber zum Glück war es bis jetzt gerade nicht so schlimm. Erste fliegt runter. Hier sollte ich jetzt etwas langsamer vorgehen. Zack, perfekt. Ich glaube, das ist dann Nummer 4. Und das dürfte der letzte sein, oder? Nummer 5. Ich glaube, wir haben alle. Ja, ich glaube, wir haben alles. Sehr gut, das freut mich. Haben wir Brunnen Nummer 10 auch abgeschlossen. Ja, wir haben alle 5. Sehr schön. Wieder zurück ins normale Level. Und dann können wir gerne weitermachen. Und gehen jetzt hier runter. So, und ich glaube, wenn wir einmal hier unten sind, kommen wir nicht mehr zurück. Das muss uns bewusst sein. Deswegen habe ich eben gerade den Brunnen nochmal am Anfang gemacht. Oder halt jetzt schon gemacht, bevor ich diesen Brunnen sozusagen vergesse. So, wir frieren das hier ein, dann sind wir hier oben. Und oben ist nochmal das, okay. Zack. Hier ist nochmal so ein Eisding. Können wir uns auf jeden Fall mitnehmen und das Wasser hier ist gefährlich. Okay. Weiß ich Bescheid, das Wasser hier ist also gefährlich. Oh, und da gibt es das A, glaube ich. Ich habe, glaube ich, gerade das A gesehen. Das heißt, wir müssen jetzt hier drauf. Ja, und da ist das A. Es ist tatsächlich wahr. Wir haben das A, meine Damen und Herren. Und zack, zurück. Sehr schön, sehr schön. Wir haben also jetzt das A von K.A.O. Wirft das Seil. Stimmt, wir haben ja noch das Seil. Das dürfen wir nicht vergessen. Man muss sich an diese neuen Mechaniken auch erstmal gewöhnen. Das ist ganz klar.
müssen jetzt auf jeden Fall nach oben. Da müssen wir aufpassen, wo wir lang gehen. Eigentlich würde mich die Eiszapfen komplett treffen, aber aus irgendeinem Grund machen die es einfach nicht. So, das ist uns in dem Sinne dann egal. Solange wir alles normale kriegen. Was ist hier los? Scharfmeister! Ja, das sehe ich auch nicht ein, du. Lass die Schafe frei! Wow, du hast den perfekten Platz ausgesucht, man. So kannst du alles erreichen, Kappa. So. Also, dumm kann, muss man sein. Aber egal, wir haben die zweite, genau, den zweiten Kristall. Uns fehlt jetzt nur das O, ein Kristall und eine Rune. Die eine Rune kriegt man am Ende des Levels wahrscheinlich. Ja, okay, dass das Tor aufgeht, das war mir jetzt auch schon klar gewesen. Und die Rune kriegen wir wahrscheinlich am Ende des Levels, wollte ich sagen. Also uns wird wahrscheinlich noch das O fehlen und ein Kristall. Wobei, was ist hier? Noch ein Brunnen. Okay. Ja, lasst uns Brunnen 9 machen. What the fuck? Warum ist da hinten Brunnen 10 und hier Brunnen 9? Das macht jetzt in meinen Augen gar keinen Sinn. Gab's hier auch wieder 5. Okay. Also das macht ja jetzt in meinen Augen gar keinen Sinn. Warum erst Brunnen 10 und dann Brunnen 9 kommt. Wäre Brunnen 9 in einem anderen Level gewesen, hätte ich es verstanden. Aber durch dass es beides im gleichen Level ist, weiß ich nicht, was das soll. Vor allem, weil der bei Brunnen 10 nicht mal schwer zu sehen war. So, wir holen uns hier auf jeden Fall das erste Teil ab. So, zweites Dings. So, sehr schön, das hat funktioniert. Okay. Ich wollte hier die Schafe befreien. Weiß gar nicht, warum die das hier machen. Vor allem freiwillig gefühlt. So. Wir haben jetzt einen nächsten Kristall. Wie viel haben wir jetzt schon? 3. Das ist Nummer 4. Wofür? Ein Kristall fehlt. Okay, warten wir mal kurz ab. Wartet, ein Kristall fehlt. Ein Kristall fehlt. Wo könnte der sein? Ich habe ihn gefunden. Okay, fies versteckt der Kristall. Aber zum Glück gefunden. Also auffindbar. Ist, denke ich mal, nicht schlecht. Sehr schön. Damit haben wir alle Kristalle. Und jetzt können wir diesen Brunnen auch verlassen. Und wieder zurück in die Wirklichkeit gehen. Sehr gut. Nice. So, wir kriegen ein extra Leben. Ist nicht schlecht. Immer wieder sehen wir es doch gerne. Ich bin zwar gesprungen, aber gut, dann halt nicht. Game. Ist mir egal. Dann sieh es so, wie du es willst. Ich nehme hier das Teil. Versuche mir meinen letzten Seilbaum-Gegenstand noch zu holen.
Ob mit oder ohne deine Hilfe gehen, das ist mir relativ egal. Hauptsache, ich krieg meine letzten Teile noch. Oh ja, und da sieht irgendwas aus, als ob es eingefroren ist. Wir brauchen also dafür eine Feuerladung. Hier ist sie und da ist das O. Wir haben das K.A.O. vollständig. Sehr, sehr schön. Das K.A.O. ist somit in unserem vollständigen Besitz. Aha, ich sehe es schon. Wir müssen... Da, Alter! Da nach oben feuern! Und das hat auch gleichzeitig unseren zweiten Ding schon getroffen mit... Wo wir eh schon die ganze Zeit hingezielt haben. Und da unten ist das letzte Teil, das heißt... Ja, wir können das Level, glaube ich, so gut wie abschließen. Also... So gut wie. Wir müssen halt nur irgendwie da rankommen. Aber es sieht gut aus. Sehr nice. Nehmen wir dann mal hier was mit. Wir können ja immer zwischen die Ladung hin und her wechseln. Das war halt noch nie relevant gewesen im ersten Moment. Aber es wird jetzt immer relevanter. So. Ah ja, vor allem, weil es jetzt hier sehr relevant ist, dass wir das Feuer haben müssen, um diese Sachen aufzutauen. Und das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind durch. Zack. So, ah ja. Du bist nochmal mit einer Kanone beschäftigt, okay. Sehe ich ein. So, aber die haben nicht mal die Hauch einer Chance gegen mich. Vor allem, wenn ich meinen riesen Druckwelle auspacke. Ballonziege. Hallo, hey, servus. Kannst du mir wieder helfen, ohne zu kommen? Bitte, bitte, bitte. Jemand hat mich in diesen Ballons aufs Drücken gebunden, während ich meditierte. Und schwupps, jetzt bin ich mit Meditation fertig. Wirklich fertig, wirklich. Ich lebe schon seit ganzen 2 Tagen hier herum. Ist schon... Oder sind es 3? Welche haben wir? Hilf mir einfach. Klar, ich kann dir helfen. Ich stecke selbst irgendwo hier fest und muss zur nächsten Stufe des blöden Erneuerungsprozesses. Oh, du musst Kristallruhen sammeln. Funkende Kristalle. Oh, funkend. Oh, ich habe einen. Weh, du musst mir nur funkeln dir. Also mein Kristall. Hilf mir runter. Abgemacht. Okay, du. Können wir sehr gerne machen. Ich helfe dir da runter. Das war schon, obwohl da 3 Ballons waren. Cool. Ja, dann... Wir haben den Teil. Schwerkraftboden, ich hab's so vermisst. Hier bitte, der Kristall, pass auf meinen Funken auf. Mach dir keine Sorgen, mir geht es gut. Ich werde hier kurz Kraft tanken und so gemütlich. Egal, dann holen wir uns den 3. Rune. Dann sollten wir das Level zu... 100% komplettiert haben. So sieht's aus. Haben wir noch irgendwas Neues freigeschaltet? Nope. Aber wir haben es zu 100% komplettiert. Sehr nice. Das heißt, es geht zurück. Und das würde ich auch sagen, war's das für die Folge. Ich habe es wahrscheinlich gesplittet. Ist egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bei den gefrorenen Bergen.